So, willkommen zurück zu einem weiteren Video und heute habe ich ein ganz besonderes Geschenk zu einem ganz besonderen Anlass für euch, denn heute ist ja, wie bekanntlich, es ist ja schon seit Generationen überliefert worden, dass am 12.12. jeden Jahres Halbnachten gefeiert wird, und zwar ist das quasi die Hälfte von Weihnachten, und ich habe auch ein Geschenk für euch, und das ist nämlich das hier. Viel Spaß damit und tschüss. Nee, quasi das Ding hier ist, was erstmal so ganz unscheinbar aussieht, ist eine komplett funktionierende Sandbox-Map. Ich habe nämlich nur so ein paar Kleinigkeiten nochmal hinzugefügt, damit ihr euch das so ein bisschen, damit ich das euch einfacher machen kann, damit ihr direkt dran denkt. Denn es gibt so ein paar Sachen, also quasi ihr bekommt jetzt wirklich eine komplette Tron Parkour 2 Sandbox-Map, die jetzt auf diesem Stand ist, wie meine Map jetzt ist gerade. Und ihr könnt diese Map dann einfach downloaden und auch wieder hochladen für mich. Und zwar könnt ihr nämlich eure Map in Google Docs Dokument quasi mir schicken, und ich werde die dann spielen. Das ist nämlich auch so ein Brauch in meiner Religion in Halbhausen bei den Halblingen, denn das Ding ist, ihr könnt dann quasi diese Map mir einschicken, und ich werde sie bis Weihnachten, wenn es euch cool gefällt, dann vielleicht auch sogar länger, jeden Tag werde ich so eine Map spielen, und dann werde ich halt mal schauen, welche cool war und so, und werde dann vielleicht auch mal ein bisschen benoten, ein bisschen erklären, was wir da machen, und ich will mir halt hauptsächlich auch ein paar Ideen von euch sammeln, was ihr dann quasi cool, was ihr dann quasi so theoretisch mit was für Ideen hier rauskommen, was ihr so für eine Vorstellung von einem lustigen Parcours habt, denn ihr baut ja quasi diese ganzen Parcours-Dinger nach eurer eigenen Vorstellung, und das finde ich sehr interessant, deswegen würde ich das gerne mal sehen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr quasi mir so ein paar Maps einschickt, einfach in so ein Google Docs Formular, ich schicke euch den Link unten rein, und dann könnt ihr einfach mal das einschicken, ich spiele das dann, und dann sind alle happy. So, okay, was ihr dann noch beachten müsst, ist folgendes: Wenn jemand neu auf die Map kommt, ich jetzt nicht, weil ich habe die ganzen Scores schon, ich war ja schon auf der Map drauf, so, oder beziehungsweise ihr resettet irgendwie alles mit Scoreboard Players Reset und dann ein Sternchen, dann könnt ihr auch alle resetten, auch eure eigenen Scores oder sowas, wenn ihr die Map schön sauber halten wollt. Ja, quasi, das ist auch immer ganz toll, das kann man auch machen, wenn es zu viel werden sollte. So, das Ding ist, wenn jetzt jemand neu auf den Server, auf diese Map draufkommt, dann ist er Game Mode 2 normalerweise, oder Game Mode 0, und das Ding ist, beziehungsweise wenn ihr eure Map einfach so im Game Mode 2 beendet, weil ihr werdet nicht Game Mode 0 kommen, wenn ihr euch Game Mode 0 setzt, dann werdet ihr wieder Game Mode 2 gesetzt, ja? Und wenn ihr Game Mode 1 seid, seid ihr Game Mode 1. So, das Ding ist, wie macht ihr das dann, dass diese Map dann trotzdem spielbar ist? Und zwar habe ich einen Knopf für euch, der den Spieler dann quasi in Game Mode 2, Game Mode 0 setzt. Das ist quasi der, sagen wir mal, Reset Game Mode. Denn dieser Game Mode 0, solange ihr in Game Mode 0 seid, bekommt ihr wichtige Scores gesetzt, die später für den Verlauf, für die Leiste, diese Sprintleiste da unten zum Beispiel, sehr wichtig sind. Und auch für weitere Sachen, wie zum Beispiel, ob ihr Telecubes bekommen dürft und sowas und nicht. Und das ist halt sehr wichtig. Und deswegen müsst ihr euch quasi einfach mal Game Mode 0 setzen, beziehungsweise den Spieler, der das spielen soll. Ihr könnt das natürlich selber schön verstecken, irgendwie mit einer Art, keine Ahnung, mit Command-Blöcken, die einfach generell jemanden in Game Mode 0 setzen, wenn er neu auf die Map kommt oder sowas, oder halt mit einem ganz normalen Knopf, wenn ihr die Map startet. So, okay, das ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er das einbaut. Auf jeden Fall müsst ihr diese Person, die den Parcours spielen will, vorher noch auf Game Mode 0 setzen, sonst wird er diese ganzen Blöcke mit an der Wand hängen und sowas nicht benutzen können, was ziemlich schade wäre. Denn das ist ja Tron-Parcours. So, das nächste ist, ihr seht bei mir, ich habe hier gar keinen Respawn-Punkt. Das müsst ihr auch noch machen. Und zwar könnt ihr euch hier für eine Farbe aussuchen. Ich würde euch auch empfehlen, so eine Art Lobby zu machen, wo man dann quasi aussuchen kann, was man hier für eine Farbe sein möchte. Ich will jetzt zum Beispiel mal dunkelblau sein. Dann laufe ich da einfach drüber. Das ist quasi einfach nur ein Teppich eigentlich. Das ist ein ich weiß gar nicht, was das für ein Carpet ist. Mein Mittelklick geht nicht. Pink Carpet. So. Aber ihr könnt mir ja zu Weihnachten eine Maus schenken. Haha. Meine Maus ist einfach nur grottig. So, und dann habt ihr quasi einen blauen Respawn-Punkt. Wenn ihr natürlich keinen mehr haben wollt, dann geht ihr einfach komplett vom Team weg, dann ist er einfach wieder weg. Der ist nicht wirklich weg, der wird einfach nur zum Redstone geportet, zu dem ihr euch übrigens nicht porten könnt. Das ist noch so eine kleine Sache. Wenn das Redstone dann komplett fertig ist und die Sandbox-Map dann in die Vollversion gehen sollte, irgendwann mal, falls ich es nochmal updaten sollte, dann bekommt ihr natürlich da auch Zugang drauf. Aber bis jetzt, wo noch nichts fertig ist, will ich da auch nichts preisgeben, da das alles so ein bisschen durcheinander ist noch alles. Das führt mehr zu Verwirrung als zu irgendwas anderem. So, und außerdem möchte ich das einfach jetzt noch nicht, ja, mit der Welt teilen, was ich da genau gemacht habe beim Redstone. So, das nächste sind diese beiden Team-Dinger da. Es gibt quasi einmal das blaue Team, einmal das rote Team. Und das ist gut für Koop. Eigentlich nur für Koop. Oder wenn ihr irgendwelche Teams erstellen wollt, da würde ich euch aber empfehlen, bei den Teams das so zu machen, dass ihr wirklich
diese quasi bei dem blauen Team dafür sorgt, dass wirklich jeder dann diesen blauen Kopf hat. Das macht ihr, indem ihr dann einfach eine Art Tunnel macht und dann, oder beziehungsweise einfach den Score setzt. Ihr könnt auch schauen, welcher Score was ist. Der Score heißt Collar. Und dann könnt ihr einfach allen, die Game-Mod, die Team 2 sind, die Collar auf 6 setzen und alle, die Team rot sind, die Collar auf 2 setzen. Dann habt ihr quasi automatisch das rote gegen das blaue Team. Und dann könnt ihr diese Dinger auch noch in irgendwelche Ecken porten. Das sind dann quasi die Respawn-Punkte von den jeweiligen Maps. Und so könnt ihr dann quasi auch respawnen, wenn ihr im PvP seid oder sowas in der Art. Quasi, ich weiß ja nicht, was ihr genau vorhabt. Auf jeden Fall wäre das dann sozusagen die Möglichkeit, was man damit machen könnte. So, okay, an sich könntet ihr jetzt einfach loslegen. Ihr könnt einfach die Map downloaden, mal spielen, euch den Knopf hier drücken, wenn ihr fertig mit Bauen seid. Plupp. Und anfangen und ihr setzt euch dann einfach wieder Game Mode 1. Das kriegt ihr, glaube ich, selber hin, /Game Mode 1. Und dann könnt ihr hier was bauen und ausprobieren. Gucken, okay, gut, das funktioniert. Man kommt anscheinend also 4 Blöcke hoch und dann noch ein grün drüber. Okay, man kommt aber nur so hoch beim Springen. Und das ist einfach mal die ganzen Mechaniken ausprobieren vom Tron Parcours, wie das funktioniert. Und dann seid ihr auch selber ein bisschen geübter, wenn die Map dann rauskommt. Dann könnt ihr wahrscheinlich dann in einem Run durchmachen. Denn ihr seid ja natürlich alle schon Profis. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst es mich wissen. Ansonsten sehen wir uns morgen um 19:30 Uhr, wenn ich die erste Map von euch spiele. Schickt mir einfach ein paar ein. Ihr habt unten dann so ein kleines Formular. Könnt ihr ausfüllen, mir schicken. Ich spiele die dann. Und habt dann wahrscheinlich hoffentlich Spaß. Mal gucken. Je nachdem. Aber bitte sendet mir keine Troll-Maps ein, bitte. Das ist nicht lustig. Die ladet ihr auch nicht hoch. Deswegen, das macht keinen Sinn. Ja, okay. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und was ihr quasi gefunden habt, beziehungsweise wenn ihr so ein Level euch gemacht habt, ein großes oder auch ein kleines, ist egal. Dann spiele ich dies und dann lade ich das hoch. Okay, muss ich mir noch einen Namen für das Format ausdenken. Wenn ihr irgendeinen Namensvorschlag habt, dann schreibt den einfach auch unten rein. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Bis dann. Und noch schöne Halbnachten. Ja, was auch immer. Bis dann. Tschüss.